Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir sind heute bei HP zu Gast und dürfen uns einige sehr spannende Geräte anschauen, darunter auch die beiden Notebooks der EliteBook 800er Reihe. Diese wurden im Zuge der CES 2016 in Las Vegas vorgestellt und die schauen wir uns heute an und machen uns einen ersten Eindruck von diesen Geräten. Also wir haben hier die beiden Varianten, es gibt insgesamt drei und zwar einmal 15 Zoll, dann dazwischen noch die 14 Zoll Variante und dann die kleinste Variante, das wären 12 Zoll. Und was die Geräte auszeichnet, beziehungsweise was sie so besonders macht, das sind eben Business-Geräte und mit sehr, sehr vielen Anschlussmöglichkeiten. Schauen wir einfach mal jetzt auf das 12 Zoll Gerät. Was wir hier haben, ist ein Core i3 Prozessor mit 4 GB Arbeitsspeicher, aber es gibt zahlreiche andere Prozessorvarianten und Ausstattungsmöglichkeiten. Und was hier ganz besonders ist, ist eben, dass wir hier wahnsinnig viele Ausstattungsmöglichkeiten haben und auch viele, viele Anschlüsse haben für so ein kleines Gerät. Ich fange mal hier gleich oben an. Das ist eben der standardmäßige HP-Ladeanschluss, dann ein Micro-SIM-Port, dann der Docking-Anschluss, also für das eigene HP-Dock. Dann haben wir hier einen Gigabit-LAN-Port, USB 3.0, dann 3,5 mm Klinkenstecker, Display-Port und USB Typ-C-Port. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch was, nämlich einen VGA-Anschluss, Kensington-Lock, hier ist der Lüfter dann, einen weiteren USB 3.0-Port und einen Smart-Card-Reader. Also das sind ja wahnsinnig viele Anschlussmöglichkeiten für so ein kleines Gerät. Dann gibt es hier auch noch dieses Premium-Keyboard, auch das Touchpad für Business-User und natürlich auch den Trackpoint, wie wir es von vielen anderen HP-Geräten kennen. Und auch hier gibt es einen optionalen Fingerprint-Reader, aber hier ist er eben nicht verbaut in diesem Gerät. Okay, also das war einmal das 12-Zoll-Gerät und wir schauen weiter hier zur 15-Zoll-Variante. Also hier haben wir die Ausstattung, also die Konfiguration eben mit AMD Pro A8 Prozessor. Es gibt außerdem die Möglichkeit, es mit einem AMD A10 Prozessor oder Intel Core i3 bis i7 auszustatten. Dann von 4 bis 16 GB außerdem an Arbeitsspeicher und von SSD bis HDD, ich glaube 1 Terabyte, gibt es ja sämtliche Optionen. Hier haben wir eben diesen verbauten Fingerprint Reader, wie wir hier sehen können. Und wir schauen auch gleich dann an die Seiten zu den Anschlussmöglichkeiten. Und zwar sieht es hier sehr ähnlich aus. DisplayPort, USB Typ C, 3,5 mm Klinkenstecker, Gigabit LAN, dann das Dock, ebenfalls ein SIM-Kartenslot und der Charging-Anschluss von HP. Und auf der anderen Seite dann wieder der VGA-Anschluss, USB 3.0 und Smart Card Reader. Von der Verarbeitung her fühlt sich das Gerät durchaus wertig an, das muss man schon sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, es ist Polycarbonat, aber wie mir soeben gesagt wurde, ist es, hier haben wir ein Aluminium. Also es fühlt sich doch wärmer an als Aluminium, als man es gewohnt ist. Ist aber durchaus hochwertig verarbeitet. Es knarzt an keiner Stelle, also das ist ja eigentlich üblich, wie wir es von HP kennen. Es ist sehr fest und auch lässt sich an keiner Stelle hier irgendwie reindrücken, also jetzt ja auch bei der Tastatur nicht. Ist auch sehr gut verarbeitet. Auf der Rückseite haben wir Magnesium. Fühlt sich ebenfalls sehr warm an und ist so irgendwie in die Aluminium-Optik lackiert. Und auf der Unterseite haben wir dann ein schwarz lackiertes Magnesium. Insgesamt ist das Gehäuse doch eher gut verarbeitet, also überhaupt nicht im billigen Bereich und man muss auch sagen, es wirkt schon sehr robust. So, ja, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!